Nächster langfristiger Ausfall bei den Eisbären. Stürmer Jamie McQueen hat sich im Spiel gegen Ingolstadt vergangenen Sonntag eine Verletzung am Sinnesmoseband zugezogen und fällt Trainer Clement Jodoin zufolge 6 Wochen aus. Damit müssen die Berliner vorerst ohne ihren bisher besten Torjäger auskommen. McQueen hat immerhin schon 7 Treffer auf dem Konto. Achmark Overcon gegen Wolfsburg im Freitag wegen einer Handgelenksverletzung nicht dabei sein. BEIIHMC des aber nicht ganz so schlimm aus, aufgrund einer Sinnesmoseband-Verletzung word. WIR wünschen at Queener 17 gut Besserung. Jamie McQueen und Mark Oliver fehlen, André Rankel ist dabei. Mal sehen, wie sich das bis morgen Abend sortiert, wenn da Grizzlies Wolfsburg kommen. Schon Fotos VOM spielen. Der eine oder die andere wird sicher auch den Text lesen und vielleicht sogar verstehen können. https://t.co/zwidgelnicks. Wie Status 1.354.454.925.925.935.892.480 böse Überraschung für die Eistigers. Ein einziger Punkt aus dem Heimspiel gegen den französischen Meister Dragons de Rouen hätte den Nürnbergern für den Einzug ins Achtelfinale der CHL gereicht. Es ist anders gekommen. Unsere erste CHL-Saison endet mit einer bitteren Enttäuschung. Im entscheidenden Gruppenspiel verlieren die Thomas Sabo Ice Tigers gegen die Rouen Dragons mit 2:5 und verspielen damit den Einzug ins Achtelfinale. Thomas Sabo Ice Tigers on Twitter at ice_tigers https://twitter.com/ice. Tigers, Status 1.352.288.288.289.042.433. Das war's für die Berliner mit der CHL in dieser Saison. Die Eisbären gewannen ihr letztes Vorrundenspiel beim HC Nemann Grodno auch ohne 8 verletzte oder erkrankte Profis mit 4:2, 1:1, 1:1, 2:0 und schoben sich damit an den Weißrussen vorbei auf den 3. Tabellenplatz in der Gruppe D, vor 2130 Zuschauern im Ledovid-Voritz Sporter Eissportpalast. Von Grodno trafen Daniel Fischbuch 2. Minute, Brendan Ranford, 36. Sean Backmann, 52. und Mickey Dupont, 57. für die Berliner. Die Tore der Gastgeber erzielten Sergej Maljavko, 11. und Nikita Orlov, 26. Schluss 4:2 für die Eisbären, das ist Tabellenplatz 3. Die Gastgeber versuchen alles. Grodno spielt im Powerplay und nimmt auch noch den Keeper zugunsten eines 6. Feldspielers vom Eis. Da hat wohl doch ein Weißrusse und nicht Nöbels den Puck zuletzt berührt. 4:2, das sollte es gewesen sein. Knapp 4 Minuten vor dem Ende fälscht Marcel Nöbels einen Distanzschuss ins Netz ab. 3:2 ist das Platz 3. Sean Backmann kommt in zentraler Position frei zum Schuss und lässt sich die Chance nicht entgehen. Schwaches Powerplay von Grodno den Gastgebern fällt in Überzahl erneut wenig ein, Shepard ist zurück. Der Schwung ist aus dem Spiel jetzt aber ziemlich raus, wieder Unterzahl. James Shepard touchiert den Keeper der Gastgeber, als der Puck längst weg ist. Muss nicht sein. Auch die Weißrussen können ein Powerplay nicht nutzen. Ganz große Gelegenheiten hatten beide Teams seit der Pause nicht. Das Schlussdrittel läuft, die Eisbären begannen in Überzahl, konnten das Powerplay aber erneut nicht nutzen. Zweites Drittel 2:2, die Gastgeber dominierten das Spiel im zweiten Spielabschnitt über weite Strecken, aber die Eisbären nutzten einen Konter eiskalt. Platz 3 ist damit weiterhin in Reichweite. Grodno macht das Spiel, die Eisbären kontern und treffen. Einen präzisen Querpass von Fischbuch verwandelt Brendan Ranford zum Ausgleich.
Weiter klare Vorteile für die Gastgeber: Die Eisbären stehen unter Druck und kommen nur vereinzelt zu Entlastungsangriffen. Die sind immerhin recht gefährlich, gerade kann Frank Höttler den Puck freistehend nicht richtig kontrollieren und verpasst daher den Ausgleich. 1:2, das hatte sich abgezeichnet. Nikita Orlov sorgt in der 26. Minute für die Führung der Gastgeber. Besserer Start für Grodno. Die Gastgeber sind in den Anfangsminuten des zweiten Drittels das etwas engagiertere Team. Franz Ripp ist mehrmals gefordert.